Gespannt verfolgen ukrainische Separatisten am Montagabend bei leichten Minusgraden auf den Straßen von Donetsk die Fernsehansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Als der die Anerkennung der beiden Regionen Donetsk und Luhansk verkündet, brechen die Menschen hier in Jubel aus und entzünden Feuerwerk. Wenige Stunden zuvor sind nördlich der Stadt an der Frontlinie Schüsse zu hören, wie seit vielen Jahren. Doch die Waffenstillstandsbrüche sind in den letzten Tagen und Wochen mehr geworden. Die Menschen hier sind nicht ganz so begeistert über die Worte des Kreml-Chefs und was sie für die Region hier wohl bedeuten werden. Ich möchte nicht noch einmal erleben, was 2014, 15, 16 hier passiert ist. Ich habe das miterlebt und das war unangenehm. Schon damals, nach den Maidan-Protesten und der Annexion der Krim, haben sich die beiden Oblaske, unterstützt von russischen Militärs, von Kiew abgespalten, was freilich international nie anerkannt wurde. Bis Montagabend auch von Russland nicht, trotz der mehrheitlich russisch sprechenden Bevölkerung hier. Aber Donetsk und die Krim wären sowieso nicht zurückgekommen. Die haben ihre eigene Denkweise, ihre eigene Politik. Sie sind Russen. Viele allerdings nur der Sprache nach. In Sowjetzeiten hat Moskau dafür gesorgt, gleichzeitig aber auch Russen zur Industrialisierung in die Städte geschickt, während Stalin den millionenfachen Hungertod der ärmeren Landbevölkerung in den 1930er Jahren zumindest in Kauf genommen, wenn nicht sogar organisiert hat. Bei den Menschen in der über 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Kiew überwiegen am Montagabend gemischte Gefühle. Es ist sehr beängstigend. Ich bin nicht aus Kiew, sondern aus dem Oblast Tschernihiw, nahe der Grenze zu Belarus. Und es ist beängstigend, dass die Zahl der Truppen dort steigt. Wie viele ist Viktoria in den westlichen Landesteil gezogen, während andere diese Chance nicht haben? Ich bin sehr schockiert, weil ich viele Verwandte in der Ostukraine habe. Ich bin ja eigentlich aus Donetsk. In den 8 Jahren, die ich nun in Kiew wohne, sind das die schlimmsten Nachrichten. Trotz der Konflikte leben Ukrainer und Russen in dem Land oft Tür an Tür und oft wollen beide Seiten nur eines: in Frieden leben. Ich denke nichts Schlechtes über die Russen. Ich verstehe sie vollkommen. Sie wollen ja auch keinen Krieg. Doch der scheint nun vielen unvermeidbar. Putin schafft in der Ukraine neuerlich Fakten. Aus seiner Sicht ist die Ukraine ein Produkt der Sowjetunion. Ihre Unabhängigkeit sei ein Fehler gewesen. Gleichzeitig darf Putin mit Recht darauf verweisen, dass sich auch die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges nicht unbedingt an alle Vereinbarungen gehalten hat, was seinen Völkerrechtsbruch gestern freilich um nichts besser macht.